Ich würde glatt behaupten, auf zum Eindringling, damit ich endlich mal eins nach dem anderen lasse, verstehst du? Deswegen haben wir ja auch, wo war das? Den Brückliche Krater Süd. Ja, komm, erste Ding, das ich abhaken muss, sonst werde ich gekloppt. Werde. 20 Minutes Start. Jo, cool. Tic-Tac gestellt, alles klar. Das ist doch unser Quantummond. Da könnten wir eigentlich auch nochmal dran vorbei. Wollen wir doch mal Einsteins Theorie überprüfen. Ne. Wo sind wir denn hier? Der Quantummond sah mal anders aus. Ist das geil. Okay. Da bin ich wohl tatsächlich diesmal im Süden angekommen, ne? Das hatten wir schon mal anders. Wir waren in dieser komischen, steinigen Gegend. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich. Aha. Der scheint zu wandern und der sowieso. So, am Arsch mit Wandern, Freunde. Oh, das waren irgendwie drei Regeln, ne? Ich weiß nur nicht mehr. Ja, da haben wir es wieder. Der Quantummond. Der weiße Kanare, das war nur Glück. Ja, das war Glück, genau. War sowas von Glück. Dann kreist der Quantummond gerade um Halskamin, alles klar. Rückiger Krater. Tiefen der Alten, Schwarzdorn, Auge des Universums. Quantenverschränkung, Quantenbildgebung. Ja, die Regel des sechsten Ortes. Nee, ist klar. Weiß ich jetzt, auf jeden Fall. Haben wir doch alle gelernt. Haben wir doch alle gelernt, Freunde, oder? Guck mal. Weg. Dann können wir die auch erstmal wieder einsammeln. Taucht er eh wieder auf. Dann ist dieser Südfleck hier. Dann sind hier quasi immer alle angekommen. Okay. Dann haben die sich da hier ihre Lektionen abgeholt und haben sich dann erstmal so wie ich den Kopf gekratzt. So, hier muss noch irgendetwas sein, was verschwindet, wenn wir nicht hingucken. Oder kommt, wenn wir nicht hingucken. Je nachdem, wie man das so sieht. Du bist ganz schön im Weg, Kollege. Schiff. Ich dachte eigentlich an sowas hier. Ist mir eben schon ein paar Mal aufgefallen. Na gut, mit Quantenfluktuationen werden wir hier nicht weiterkommen. Weil der ganze Mond sinkt. Unbekannt. Und das ist ja so ein Rettungssignal. Wir haben 0,4er Schwerkraft, da sollten wir mit normalem Düsentriebwerk gut weiterkommen. Nein, ich will den Quantenmond nicht verlassen.
Schild. Kommen wir hier über die Bergkuppel nicht ein. Wa. Höhle? Keine Höhle. Schade. Naja, aber ich meine, wir sind ja schon mal woanders angekommen, ne? Also. Der Quantummond, der sah nicht so aus. Nee. Mist. Okay. Ganz schön heftig. Ich liebe das Spiel mit diesem Quantummond. Das ist so ein geiler Hammer. Aber wir sind schon anders drauf gelandet. Also von daher. So, Kollege. Wohin bist du unterwegs? Bist du unterwegs zur Sonne? Könnte das eventuell sein? Ach Quatsch. Immer wieder will ich da hineingucken. Dabei brauche ich doch nur hier schauen. Naja. Mehr oder weniger. Wir fangen ihn bei Weißlochstation ab. Und dann reisen wir einfach mit ihm. Passen den richtigen Moment ab. Und dann hängen wir erstmal im Eindringling fest. Ist auch was Schönes. Hat was ganz Tolles. So, wir wissen ja jetzt, wo der sich öffnet. Das heißt also, wir fliegen den schon mal da an. Eventuell können wir da sogar mit dem Raumschiff rein. Glaube ich nicht, aber man kann es ja mal probieren. Verstehst du? Ja, aber so fallen wir quasi direkt da rein. Und wenn wir Glück haben, fallen wir dann auch wieder da raus. Also ins Boot, ins Schiff. Also. So, wir haben ein bisschen Zeit, denke ich, ne? Gucken wir mal eben hier rein. Was Neues hat sich nicht aufgetan. Hier sind noch ein paar Hinweise. Schwerkraftkanone, ein riesiges zylindrisches Gerüst, bla bla. Schwerkraftfeld derzeit, ich führte nur mal Shuttle den Quantumsprung zurück. Ja, gut. Vom Quantummond, genau. Vom Quantummond. Und hier gibt es noch mehr zu entdecken. Und zwar hier, ja? Das Hochenergielabor und die Seegrundhöhle. Quantenortung, ja gut, das haben wir eigentlich durch. Der ortet ja witzigerweise den Quantenmond. Gibt es noch mehr zu entdecken? Heftig. Das ist aber auch Projekt Zwillingsasche. Immer noch keine Ahnung. Projekt Zwillingsasche wird gestartet von der Sonnenstation. Ja, das fand ich jetzt gerade auch super nett, dass er uns unser Raumschiff hinterlassen hat. Mensch, ey. Stell dir mal vor. Gut, Erzproben, wir haben alles durch. Südliches Observatorium, also da muss ich echt nochmal hin. Das ist so geil mit den Schneeflöckchen. Echt, jetzt sind wir gerade erst an Weißloch. Ach du heiliges Blechler. Richtung.
ist der Quantummond wieder. Da links. Ja, Familie Frosch lässt euch erstmal alle grüßen. Ja, und gute Nacht, Kadaver. Schlaf gut. Träum süß, bla bla, kennst das ja. Wir sehen uns. Vielen Dank, dass du hier warst. Hier kommt man ja von da nicht rein. Ja, ja. Man kommt aber hier nicht rein. Man hat ja hier irgendwo so einen Eingang. Hier, glaube ich, sogar. Beleuchtet sogar für Leute wie mich. Aber man kommt hier nicht rein. Und auch ansonsten hat man hier keine große Schnitte. Dass man das in Oberfläche Observatorium gelangen kann, Rebecca hat es versucht, aber wahrscheinlich gibt es irgendwo unter der Kruste einen Weg hinein. Ja, super. Es gibt eine Tür zum Observatorium an der Oberfläche, aber sie ist beschädigt. Das wissen wir ja. Also ich meine, da sagst du uns ja jetzt nichts Neues. So, hier wären die ersten Abbrüche zu vermerken. Doch, ja, man kommt da hin. Das komische Observatorium, ja, ja. Gut. Alles perfekt. Hier falle ich natürlich direkt ins schwarze Loch, ne? ja, hier irgendwas mit Lektion, bla bla, darüber. Kommen wir aber nicht wegen, weil. Wir können da zwar bla bla, vielleicht können wir aber hier mal schauen. Ja. Das sieht Observatorik aus, ne? Südliches Observatorium. Und da drinnen müssten wir eigentlich dann so komische Platte finden, die wir dann in so ein Projektionsding reinlegen. Und dann sehen wir, wie ein Objekt, oder erfahren wir, wie ein Objekt in die inneren Kern der Untiefen kommt irgendwie. Bäume entdeckt und noch 7 Minuten, sagt mir gerade Kreati. Das wird spannend, Freunde. Ja, super. Schön. Wäre ich besser mal reingegangen. Das sind Quantumbäume? Ich lach mich kaputt.
uns aber sehen. Guck mal, wir kommen nur über das Ding da rein. Also wenn jetzt jemand nicht hinguckt, wo ich bin, dann kann ich doch auch so wandern wie die, oder? Fuck. Wir brechen hier gleich mit ein. Da oben ist der Quantum-Dings. Komm zurück. Dahin mit dir. Den angucken. Ich habe so lange gerätselt. Wo war denn der? Da ist er. Hier war ich noch nie. Das weiß ich ganz genau. Felix haben zusammen festgelegt, ungewöhnlich Felsengrund, Quantenverhalten, Objekte in diesem Hain, bla bla. Tetsch, der einzige Objekt, bla bla, wandernder Mond. Ich gehe davon aus, dass das Verhalten des Mondes und diese Hains miteinander in Verbindung stehen. Das rätsel ich auch schon lange. In den Notizen merkte Felix an, dass dieser merkwürdige Wassergesteinstyp nirgendwo auf dem bröckligen Krater vorkommt. Was ist, wenn er gar nicht mit diesem Planeten, von diesem Planeten stammt? Hypothese, der Quantensplitter stammt vom wandernden Quantummond. Womöglich ist es ein Teil des Mondes selbst. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Dass die aber eventuell mitwandern, das wäre eine Lösung so, ne? Übrigens, der Splitter sendet ein merkwürdiges Signal aus. Interessanterweise klingt unser Freund, der wandernde Mond, genau gleich. Also sind das für gleiche Teile. Der hat dasselbe Signal auch schon auf dem Untiefen der Riesenholzkamin und Sanduhrzwillinge. Ah, Holzkamin, da habe ich den noch gar nicht entdeckt. Gehört. Es scheint, als gäbe es noch weitere solche Splitter. Puh, wo sind wir? Eieiei. Wir könnten uns teleportieren lassen, wenn niemand hinguckt, aber es guckt auch niemand hier im Moment. So. Da wir hier aber drauf sind, ist der Stein immer da. Immer an der gleichen Stelle. Wenn ich hochspringe. Wir können nicht mit ihm reisen, komischerweise. Nur wenn ich mich umdrehe, ist er weg. Tja. Dann nützen mir auch die 6 Regeln der dreifachen Weisheit der Quantensplitter nichts, oder wie auch immer das war. Ist alles dann auch Wurst. Ich muss hier rein. Ich hätte gedacht, ich wäre hier eventuell sogar schon mal drin gewesen, aber es sieht ja halt nicht danach aus, ne? Und wenn wir uns wie ein Dieb hineinschleichen, hier ist nochmal eine Treppe. Oder ist das die Treppe, die wir eben gegangen sind? Der ist jetzt... Jetzt heißt er wirklich bröcklich. Jetzt hat er den Namen auch wirklich verdient. Und Krater noch dazu. Bäume entdeckt. Okay, also die Bäume... Die reichen schon mal bis hierhin. Das ist nett. Oh. Okay. Ruhe bewahren. Wir kommen hier nirgendwo hin. Auch nicht da rein. Kommen wir noch da rein? Nein. Weißloch. Oh, das ist ein echt cooler Sound. Heiliges Blechle. Das war wieder eine coole Runde. Welche Brocken? Da ist doch was. Da ist doch irgendwas Blaues. Geht das doch.
Bremsen? Ach. Ja, das ist wohl noch alles so ein bisschen bröckliger Krater. Ist ja wohl ein Joke, oder? Hammer. Achso, das ist unser Schwarzdorn, alles klar. Ups. Ah, hier ist unsere Rückholstation. Weiß ich aber gar nicht, ob ich das möchte. Leider ist der Komet auf dem Weg zur Sonne. Was geht? Ich hab's immer noch nicht geschafft, ne? Ich hab's immer noch nicht geschafft, in diesen fucking Kometen hineinzukommen. Ist schon irgendwie lustig. Jetzt müsste man doch irgendwie das hart abschalten können. Ich trinke mal ein Schlückchen, Freunde. Okay, Wetten werden noch angenommen. Stürzen wir auf die Sonne, bevor die Sonne hochgeht? Oder geht die Sonne hoch, bevor wir auf die Sonne stürzen? Oder geschieht beides gleichzeitig? Ich versuche mal ein bisschen abzubremsen. Weil im Moment bewegen wir uns noch mit über 160 Stundenkilometer auf die Sonne zu. Und die ist nur noch 14 Kilometer entfernt. Deswegen versuche ich mal so ein bisschen Ösch. Ich meine, auf der anderen Seite, in irgendeiner Höhe wird ja auch die Sonnenstation unterwegs sein. Vielleicht erleben wir ja noch eine Überraschung. Obwohl die bei der Ausdehnung eigentlich schon in der Sonne sein sollte.